Finally, yes. Finally, Lars, finally, it's great to have you on the show. Honestly, the fans are waiting so much to see something from Metallica. It's nice to be back again. Yeah, good. So you're co-hosting this time again? It looks like it, yeah. In case you're wondering, we just woke up. Falls ihr euch wundert, wir sind erst vor einer halben Stunde aufgestanden. Get coherent here, so. Yeah, but he didn't put any makeup on, so at least. No. No. Lars, what I'm wondering is like many rock and roll. Lars, viele erfolgreiche Rockmusiker haben Probleme mit dem eigenen Ego. Sie führen ein dekadentes, ausschweifiges Leben. Was machen Metallica, um am Boden zu bleiben und nicht abzuheben? With your feet to the ground after all the success that you've been going through and that you've had, yeah? Das hat vor allem mit der Einstellung zu tun. Wir kontrollieren uns gegenseitig und wenn einer gelegentlich ausflippt, kriegt er vom Rest seine Ohrfeigen. Man muss sich klar machen, dass das, was wir tun, nicht eine Sache ist, die ewig anhält. Eine alte Weisheit ist, Leute, zu denen man auf dem Weg nach oben gemein ist, machen dir spätestens dann das Leben zur Hölle, wenn es wieder abwärts geht. Wir genießen unsere Zeit und versuchen, unsere Position nicht zu missbrauchen. Wir können von der Musik, die wir machen, leben, reisen rund um die Welt, treffen tolle Menschen und kriegen für das alles auch noch unglaublich viel Geld. Das ist eine solch seltsame Art zu leben. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Man sollte Abstand gewinnen und darüber lachen. A strange way to live that it's like if you start taking that too serious then I think you're just lost, so it's better just to kind of take a little distance and just laugh at it. Metallica haben immer auf totale Entscheidungsfreiheit bestanden. Könnt ihr euch auch jetzt noch von Einmischungen seitens Plattenfirma oder Management freihalten? Je mehr wir uns beweisen, desto besser läuft es. Als wir vor 4, 5 Jahren mit Manager und Plattenfirma zusammenkamen, das war bei Master of Puppets, teilten wir ihnen mit, dass man uns die LP allein machen lassen sollte. Sie waren sehr vorsichtig und ließen uns gewähren. Mit den Jahren haben wir mehr und mehr Freiheit bekommen. Obwohl wir mit Peter und Cliff, unserem Manager, Ideen austauschen, sind wir diejenigen, die endgültige Entscheidungen fällen. Ich habe Kirk vorhin getroffen und ihn ebenfalls zum Interview eingeladen. Er sagte,
Ach, Lust hätte ich schon, aber ich muss erst meinen Manager fragen. Why not? And he's, but he said at the same time, he said, well, but I have to ask my manager. Well, he's already doing a couple other interviews. Er hat bereits andere Interviews gemacht. Wir lassen das zwischen uns aufteilen. Obwohl wir die wichtigen Punkte entscheiden, überlassen wir Organisatorisches dem Management. Wenn ich mich darum auch noch kümmern müsste, wäre ich 24 Stunden am Tag im Einsatz. Es kommt irgendwann der Punkt, wo du dich mit Leuten umgeben musst, denen du vertraust. There comes a point where you have to surround yourself with people that you trust and then you have confidence. Wir kriegen unseren Plan, der sagt, ich mache zum Beispiel heute Tele 5 und dann richten wir uns danach. Schedule and it says, you know, I'm doing TV 5 and Kirk's doing something else. Then we just kind of flow with that. So. Yeah. Eines wollte ich dich beim letzten Mal schon fragen. Was hältst du von der musikalisch-militanten Einstellung mancher Fans? Ich bedauere, dass die Toleranz bei einigen so gering ist und nur harter Metal akzeptiert wird. Man muss ja alles nicht mögen, aber tolerieren sollte man die Existenz anderer Stile vielleicht schon. I do, but they have no tolerance for other bands. That's something that obviously I think is a bit unfortunate. I mean, it. Ja, das finde ich etwas unglücklich. Als ich jünger war, ging es mir ähnlich. Nur Motorhead habe ich akzeptiert und nichts anderes. Aber wenn man älter wird, reift man und erweitert seinen Horizont. Ich bin stets der Erste, wenn es darum geht, den Leuten zu sagen, sie sollen nicht zu einseitig sein. Nun ja, wenn einer aber bloß auf Slayer steht, werde ich nicht sagen, das sei schlecht. Aber es gibt ja so viel andere Musik. But you know, if someone's into Slayer and that's the only thing that gets them off, I'm not going to sit and tell them that that's bad. But there are a lot of other things out there for people. Yeah, I don't mean that they should say it's bad. Ich meine nicht, dass es gut oder schlecht geht, aber manche regen sich mächtig auf, nur weil Skid Row oder Bon Jovi läuft. It's you know, I mean that's. Es ist sicher traurig, wenn man so eine Einstellung hat, aber ich schreibe niemandem etwas vor. In Amerika ist das interessant. Wenn man auf dem Level ist, so wie wir, dann sieht man bei den Konzerten auch Kids mit Bon Jovi und Poison-T-Shirts. You know, Metallica over here, it's this kind of
I don't know, it's strange. There are a lot of people at our gigs in America now with like Bon Jovi and Poison T-shirts. I always go, huh? And it's die Fans like, denken nicht, links sind die einen und rechts die anderen. Man mag die Musiker für das, was sie spielen. In Amerika ist das nicht so stark nach Kategorien voneinander getrennt wie in Europa. Good at what they do and we like them for what they do. And then somebody else likes Bon Jovi because he's the best at what he does, you know, with pop rock or whatever. So it, in America it tends to be not so separated, which it is a little bit in Europe. Mm. Mitten in der Nacht ist es. Ich erinnere mich, euch in einer irren Situation gesehen zu haben. Da liefen Leute im Smoking rum. Du weißt, wovon ich rede? Du meinst unseren Auftritt bei der Grammy-Verleihung? Ja, genau. Ihr wart also da und so komisch das auch klingt, das Einzige, was ihr bekommen habt, war Gelächter. Und im nächsten Jahr, als ihr endlich den Preis bekommen solltet, habt ihr ihn einfach abgelehnt. Warum? War das für euch ein Widerspruch, ihn jetzt doch noch anzunehmen? Ja, letztes Jahr hat es eine Menge Spaß gemacht, die Einladung und so. Wir waren die erste Hard-Rock-Metal-Band, die eingeladen war, um in der Show aufzutreten. Es war sehr spannend. Die hatten gerade zum ersten Mal die Heavy-Metal-Kategorie mit reingenommen, bla bla bla. Wir waren dazwischen Leuten wie Dizzy Gillespie, Jethro Tull und irgendwelchen anderen. Es war lustig dabei zu sein, aber irgendwie waren wir doch Außenseiter, obwohl wir mittendrin waren. Wir spielten und ich brauche wohl nicht zu erzählen, dass einige Leute das recht amüsant fanden. We played and, you know, we were told that it would probably be AC/DC that would win because they vote mostly on name recognition. But then when Jethro Tull won, obviously I don't need to say that a lot of people found that quite amusing. But amusing. This year, they then split it into two categories. And, in diesem Jahr dann haben sie das Ganze in zwei Kategorien aufgeteilt, nämlich Hard Rock und Metal. Was ist da eigentlich der Unterschied? Wir fanden das doof. Außerdem hatten wir das Gefühl, den Preis in diesem Jahr nur zu bekommen, weil wir ihn im letzten Jahr nicht gekriegt haben. Wir haben den Grammy dann zwar nicht direkt abgelehnt, aber wir sind einfach nicht zur Zeremonie gegangen auf die Bühne. Wir waren irgendwo anders. Irgendjemand anders hat dann den Preis angenommen und uns dann mit der Post geschickt. Ihr müsst ja inzwischen Spezialisten sein, was den britischen Heavy Metal angeht. Das Lustige ist, gerade als ich gehört habe, dass ihr ein neues Album macht, ein Compilation-Album, habe ich gerade an einer TV-Show über den neuen britischen Heavy Metal gearbeitet. Da hörte ich, dass du auch damit beschäftigt bist. Viel Glück bei der Materialsuche. Ich bin gerade dabei, alle Länder der Welt anzufaxen. Ich telefoniere jeden Tag mit England. Es ist eine recht schwierige Geschichte.
Die meisten Sachen habe ich zusammengesucht, aber viel ist da nicht zusammengekommen. Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Meinst du bei den Videos oder? Nein, du hast die Videos ja wohl noch nicht alle abchecken können. Nur, ich weiß nicht, ob ich dir schon davon erzählt habe. Mein großes Hobby, ich sammle Comics und Videos. Videos über alle Sachen, die ich mag. Wenn du bei einer Band wie Metallica bist, triffst du eine ganze Menge Leute. Man handelt, tauscht. Übrigens, vielen Dank dafür. Ich glaube, ich habe da alles an neuem britischen Heavy-Metal-Clips zusammengetragen, die es so gibt. Da sind ein paar Sachen von Iron Maiden, ein bisschen von Saxon, ein Stück von Angel Witch, ein Stück von einer Band namens Jaguar. Da gibt es nicht viel mehr. Viel habe ich nicht gesehen. Ein bisschen von Girls Cool. Ich glaube, ich habe noch nie was von Samson gesehen. I think something on Girls School and I don't even think there's anything. Great. Yeah, I don't think I've ever seen anything on Samson. Yeah. And what Tigers of Pantang? Tigers. Zeug von den Tigers kam erst viel später. Es gibt nichts aus der Zeit des Wildcat-Albums mit dem Sänger Jazz Cox. Ich kann mich jeweils nicht erinnern. Material ist also sehr schwer zu kriegen. Also viel Glück und sag Bescheid, wenn du was gefunden hast, was ich nicht habe. Du gehst da mit einer Menge angsteinflößender und negativer Themen in deinen Songs um. Ich wundere mich, wie du privat davon loskommst. Die Gefühle. Ihr habt jede Nacht einen Gig, wenn ihr auf Tour seid. Immer mit dieser negativen Message. Gig after gig every night when you're on tour. Spreading this negative message. I disagree with that. I really disagree with that. And that's something. Also das sehe ich anders. Die Leute fragen immer, warum seht ihr alles so negativ? Ich sage ja nicht hoffnungslos. Na, aber die Leute sagen negativ und da komme ich nicht mit. Was wir bisher geschrieben haben, zeigt ein realistisches Bild, das wir aufgreifen oder selbst erfahren haben. Diese Dinge waren nun mal negativ und nicht positiv. Wir wollten auch nichts beschönigen. Vieles handelt von Ängsten, von mentalen Dingen. Es gibt nichts Offensichtliches, wie zum Beispiel der eine hat den anderen in den Kopf geschossen oder so. Mehr mental, die Ängste und so. Solche Geschichten werten die Leute als negativ. Wenn wir Songs schreiben, denken wir nicht sofort im Positiv-Negativ-Schema. Wir wollen realistische Geschichten schreiben, das ist alles. I think it's as graphic as that. We try and bring it more across from a mental point of view of dealing with fears and thoughts about certain things, and those things then happen to be things that some people pick up as being negative, but it's not specifically meant to be positive, negative when we write it. We just write it more realistically. So, you know, there you go. Would you describe yourself? Ihr beschreibt euch selbst als positive Menschen und du wirkst ja auf mich auch so. That's what I just wanted to say. Would you describe yourself as positive individuals? You seem to be, as far as I know. We're
Im täglichen Leben sind wir nicht anders, sprich negativer als andere Leute auch. Wir sind ganz normale 25- bis 26-jährige Typen. Wir finden realistische Geschichten einfach interessanter. Interessanter als diese Stories über Party All Night oder Rocking Until Midnight und so. Das wird so oft gemacht, es ist einfach langweilig. Wir probieren eher, bestimmte Werte anzukratzen. Das hat mehr Substanz. Boring, so we just prefer to tackle some issues that have a little more substance in them, that's all.